Ja, mein Name ist René Geißler, bin 40 Jahre alt. Ich bin jetzt seit 23 Jahren in der Feuerwehr. Bin noch der Atemschutzgerätewart für Bendorf. Bin dafür zuständig, die Atemschutzgeräte zu warten, zu reinigen. Bin auch noch Gruppenführer bei uns im Löschzug. Bin in der Einheit Sein. Ja. Ja, mein Name ist Volker Koranek, ich bin 51 Jahre alt, bin seit 1989, also jetzt knapp 34 Jahre in der Feuerwehr. Am 1. April werden es 34 Jahre. Ich bin auch in der Einheit Sein, habe jetzt kein aktuelles Amt mehr im Löschzug, war früher mal Leiter der Führungsstaffel und bin im Moment noch im Vorstand vom Löschzug Sein tätig. Frau Weiß Angelika, geboren am 7.4.56, mittlerweile in der Altersabteilung der Feuerwehr. Zwar nicht öffentlich aufgenommen, aber ich gehöre dazu. So, und jetzt könnt ihr wissen, was ihr wollt. So. Ich heiße Egbert Bernhardi, bin seit dem 1.4.77 in der Feuerwehr. Habe mittlerweile 25 Jahre Jubiläum hinter mir. Und habe noch ein paar Jahre, dann muss ich aufhören. Dann habe ich aber 50 Dienstjahre voll. Mein Name ist Brian Bailey. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin zur Feuerwehr gekommen 2020. Zuerst bei einer anderen Wehr und bin jetzt letztes Jahr 2022 nach Bendorf gewechselt. Bin also relativ frisch hier bei der Feuerwehr Bendorf dabei. Lukas Becker, 24 Jahre alt. Bin seitdem ich 12 bin bei der Feuerwehr, habe in der Jugendfeuerwehr angefangen und bin auch Berufsfeuerwehrmann. Wie fühlt es sich an, in ein brennendes Gebäude zu gehen? Dazu kann ich leider so überhaupt gar nichts sagen, weil ich weder in einem brennenden Gebäude war, noch jemals da rein spazieren werde. Okay, ja, dann sage ich vielleicht was dazu. Also für mich war immer das Ziel, so Atemschutzgeräteträger zu werden. Das ist ja eine Sonderausbildung bei der Feuerwehr. Und es macht also Angst nicht, aber ich denke, Respekt sollte man haben. Und Respekt hat man auch, ich zumindest, wenn man in ein brennendes Gebäude geht. Gerade wenn man nichts sieht unter Nullsicht, wenn der Rauch sehr stark ist. Jedes Mal wieder was Neues. Man weiß nicht, was einen erwartet. In der Regel sieht man ja nicht allzu viel. Es ist ja verraucht, es ist warm, es ist ein nicht unbedingt angenehmes Gefühl, aber das gibt sich relativ schnell. Also wenn der Einsatz mal läuft, dann denke ich mal, dann ist da eine Routine, die sich abspielt und da kommt man auch gar nicht groß zum Nachdenken. Das ist so das, was man über Jahre gelernt hat. Das wendet man einfach an. Ja, Adrenalin pur, wenn das Gebäude im Vollbrand steht und man geht rein. Spannendes Gefühl, ist sehr interessant, die Einblicke, die man dann haben kann, die Wärme, die man spürt. Hatte mir eben durch. Und der Granateinschlag. Was war der witzigste Einsatz in eurer Feuerlaufbahn? Silvester. Es ist ein Raket mit einem Knaller dran, beim Weihnachtsjahr oben in die Lampe brennen. Nee, beim Allah. Beim Nee, ist Engel. nicht wahr. Weinhaus-Serie ist die Pest. Natürlich Mach! bin. Ja, aber war denn jetzt mit der. Es sind Knallerin. Die Feuerwehrsalamet, weil die hätte gebrannt, die Lampe. Und da habe ich gesagt, Brand an der Straßenbeleuchtung oder so, nach einem Granateinschlag. Da haben sie mich vom Weißen Granateinschlag. Turm gefragt, ob mir bei uns die Kriegschance gebrannt Also, ich hatte in der alten Wehr, in der ich war, hatte ich einen Einsatz. Da war ich, beziehungsweise wir hatten einen Einsatz und ich war da, warum auch immer, gar nicht dabei. Da haben wir Enten eingefangen. Da hatten sich Enten aus einem öffentlichen Weiher von diesem Weiher entfernt und sind durchs Wohngebiet gelaufen. Und dann haben Bürger angerufen und die Feuerwehr gerufen und wir oder die Kameraden haben diese Enten wieder eingefangen. Und das war dann wohl eine 4-5-stündige Aktion, die Mutterente mit ihren Jungen quasi wieder einzufangen und wieder an den Weiher zurück zu versetzen. Und das fanden die Enten wohl irgendwie auch so nur so halb spaßig, weil eine halbe Stunde später waren sie wieder im gleichen Garten. Und das sind auch so Einsätze, wo dann die Feuerwehr gerufen wird. Nennt sich dann Tierrettung. Ob das dann nachher eine Rettung ist oder nicht, ist natürlich noch ein bisschen eine andere Frage. Aber sowas kommt natürlich auch vor, ne? So, heute gehen wir in ein brennendes Haus und morgen fangen wir Enten wieder ein. Ja, also bei mir glaube ich ähnlich. Wir hatten einen Marder, der sich in der Wohnung verirrt hatte und durften den dann versuchen einzufangen. Und wir waren, ich glaube, mit 10 Kameraden und Kameradinnen vor Ort und haben versucht, das Tier einzufangen. Und das wurde
eine große Jagd da draus, weil das Tier hat sich natürlich nicht so gefreut, dass da 10 Leute hinterher waren. Und es hat zu vielen Lachern gesorgt, wenn dann Kollegen sich links und rechts hingeschmissen haben, um die einzufangen, das Tier einzufangen. Und es hat nicht so gut funktioniert, auf Anhieb. Ja. Ärgert ihr euch, wenn ihr einen großen Einsatz verpasst? Es kommt drauf an. Meistens, wenn es was mit Feuer zu tun hat, verpasse ich den nicht, weil danach stehe ich in der Atemschutzwerkstatt und darf die Geräte benutzen oder sauber machen, die benutzt worden sind. Und klar, vielleicht ist es halt ab und zu mal ärgerlich, aber man kann nicht überall dabei sein. Und man geht arbeiten, man ist im Urlaub, man hat ja noch ein normales Privatleben, dem man auch nachgehen sollte. Und dann ist das halt so. Und du? Ja, es lässt nach mit zunehmendem Alter. Also, ich sag mal so, die ersten Jahre, da habe ich jeder Ölspur nachgetrauert, die ich nicht mitmachen konnte. Aber je älter man wird und je länger man dabei ist, bei mir ist es zumindest so, desto ruhiger werde ich. Und wenn ich mal einen Einsatz verpasse, dann geht die Welt davon nicht unter. Ja, kommt. So, habt ihr schon mal eine Katze vom Baum gerettet? Ja, nicht nur eine. Wobei ich halt auch immer sage, eine Katze muss man nicht vom Baum retten. Wenn die Katze hochkommt, kommt die auch runter. Spätestens, wenn sie Hunger hat. Folge, hast du schon eine? Ja, wer mich und meine Höhenangst kennt, der weiß, dass eher die Katze mich retten würde. Also demzufolge kam ich noch nicht in die Gelegenheit, eine Katze zu retten. Aber wenn sie mal maximal auf Höhe einer gestapelten Bierkiste klettert, dann werde ich sie auch da retten. Seid ihr noch aufgeregt, wenn ihr einen Einsatz habt? Ja, also der Adrenalinpegel steigt natürlich schon so ein bisschen auf jeden Fall. Da ich das Ganze ja auch beruflich mache, wurde das so mit der Zeit jetzt ein bisschen besser. Aber trotzdem ist es schon ein komischer Moment. Der Melder geht und man weiß im ersten Moment ja nicht, worauf muss ich mich jetzt einlassen. Was passiert? Was begegnet mir im Einsatz? Und das kann, selbst wenn man die Einsatzmeldung sieht, hört, liest, was auch immer, nicht genau wissen, was einem da entgegenkommt. Und dann ist man schon etwas aufgeregt. Ja, doch, würde ich schon sagen. Ja. Also bei mir hat das nachgelassen. Merke ich bei mir selber. Ich habe am Anfang, ich bin ja noch nicht so lange dabei, und am Anfang kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn dann der Melder das erste Mal geht oder das erste halbe Jahr, dann ist das so ganz aufregend. Inzwischen bin ich da sehr entspannt. Also wir kriegen ja die Einsatzmeldung oder das Stichwort auch aufs Handy. Also wir wissen von vornherein, um was es vermutlich gehen wird, ja. Dass sich das manchmal auch ändert. Das kommt auch vor, aber natürlich fahren wir anders zum Gerätehaus, wenn es um Menschenleben geht. Da sind wir ein bisschen zügiger unterwegs und beeilen uns. Wenn nur ein Ast auf der Straße liegt, dann sind wir natürlich nicht ganz so fix. Das macht natürlich auch einen Unterschied, aber im Grunde, wenn der Melder geht, stehe ich auf und fahre zur Feuerwehr. Was war das Schlimmste, das ihr bisher in der Feuerwehr erlebt habt? Also der schlimmste Einsatz, den ich persönlich mitgemacht habe, ist jetzt gerade 2 Wochen alt. Wir erinnern uns da alle noch dran. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn mit einer eingeklemmten Person, Beifahrer in einem Transporter. Und der Melder ging nachts um 1. Und wir sind rausgefahren auf die Autobahn zusammen mit mehreren anderen Feuerwehren, die dann schon vor Ort waren. Und wir hatten versucht, den Beifahrer aus diesem Transporter freizuschneiden und zu bergen oder zu retten. Und das war ja nicht so lustig, wenn man es mal so sagen darf. Relativ dramatisch, war bisher der heftigste Einsatz, an dem ich mit dabei war. Ich persönlich hatte im Nachhinein, und das muss man ja auch mal erwähnen, wir Feuerwehrleute sind ja auch nur Menschen. Wir sind auch nicht nur Menschen, sondern wir sind ganz normale Bürger, wie jeder anderen auch. Mit dem Unterschied, dass bei uns am Gürtel ein Gerät klingelt, wenn andere Leute Hilfe brauchen und wir alles stehen und liegen lassen, um dahin zu fahren und zu helfen. Und wenn wir dann auf eine Unfallstelle kommen oder sonstige Katastrophengeschichten, geht es uns genauso wie allen anderen Bürgern auch. Und wir sehen Dinge, die wir freiwillig uns nicht angucken würden. Und wir müssen damit auch irgendwie hinterher klarkommen.
Und ich persönlich hatte Gott sei Dank hinterher überhaupt gar keine Probleme damit. Mich hat das nicht so betroffen. Andere Feuerwehrkameraden hatten damit ein bisschen zu kämpfen. Und mir persönlich ging es bei dem Einsatz so, dass ich zum ersten Mal da stand und das Gefühl hatte oder mir bewusst wurde, welche Verantwortung ich übernommen habe in dem Moment. Du stehst da und dir wird klar, hier wird gerade um ein Leben gekämpft. Und es ist nicht klar, ob wir dieses Leben retten können oder nicht. Und ich hatte in dem Moment Gott sei Dank keine große tragende Rolle, sondern habe so ein bisschen Gerätschaften zugereicht und war ein bisschen im Hintergrund und hatte aber in dem Moment eben gemerkt, du hast hier Verantwortung übernommen. Und das ist nicht immer nur alles Spaß und Freude, natürlich auch, aber nicht immer, und in dieser Nacht war es das eben nicht, sondern da geht es um Menschenleben und da gibt es Menschen, die rufen die Feuerwehr an und da geht es um deren Leben und du fährst raus, um dieses Leben zu retten. Und das ist eine große Verantwortung, die du übernommen hast. Und in dieser Nacht auf der Autobahn bin ich mir der Verantwortung zum ersten Mal richtig bewusst geworden. Ja, also bei mir war es, glaube ich, eher, wir sind alarmiert worden zur Wasserrettung von der Person, die im Wasser treibt. Die hat aber schon etwas länger im Wasser getrieben und wir konnten leider nichts mehr für die Person tun, außer sie dann zu bergen. Und wenn die Person dann schon etwas länger dort leider im Wasser sind, dann sind auch die Bilder und Gerüche leider nicht immer so das, was man vielleicht riechen möchte und sehen möchte. Und damit muss man nicht alleine klarkommen, aber man muss das Ganze irgendwie verarbeiten. Ich habe damit zum Glück nicht so das große Problem. Es ist trotzdem wichtig, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Das gehört leider zum Feuerwehrsein auch dazu. Man wird aber auch eigentlich immer gefragt vorher, ob man da jetzt unbedingt mitfahren möchte, ob man das kann oder nicht, ob man sich da gerade jetzt mit oder ob man sich dafür gerade wohlfühlt, dass man das so machen kann. Das finde ich auch ganz wichtig, weil wenn man selbst mal einen schlechten Tag hat, muss das vielleicht nicht unbedingt sein. Und es gibt aber auch zum Glück viele Angebote, auch von der Feuerwehr, um das Ganze zu verarbeiten. Ja, mein schlimmster Einsatz definitiv, als wir mal einen eigenen Feuerwehrkameraden aus seinem verunfallten Auto schneiden mussten, ist zum Glück alles gut gegangen, ist heute noch bei uns. Und das war schon sehr belastend. Also ansonsten ist es immer schon schlimm, wenn man zu einer Einsatzstelle kommt, in der es wüst aussieht, ob es jetzt ein Brand ist oder ob es ein Verkehrsunfall ist. Aber wenn jetzt mal die Emotionen dabei sind oder jemand kennt, das zum Glück bisher nur einmal war bei mir, dann ist das schon eine sehr schlimme Situation. Und das ist jetzt knapp 30 Jahre her, aber da denke ich heute noch dran. Ja, bei mir ist noch gar nicht so lange her. Brennendes Gebäude und wo wir die Personen leider leblos gefunden haben und mussten die tote Person dann später bergen. Das war für mich das Schlimmste. Und wie der Volker schon sagte, eigentlich jeder Einsatz, gerade wo Menschenleben in Gefahr ist, wo man weiß, es klemmt eine Person vielleicht im Fahrzeug drin, das ist schon generell schlimm. Selbst mit Tieren, so Einsätze können schlimm sein. Wenn man tierlieb ist und man muss tote Tiere bergen, geht auch eben, also mir geht es persönlich nahe, weil ich gerade Tiere sehr mag. Ja,